Kapitel 1. Wir haben unsere Gründe. Was hast du denn so lange da drin gemacht? Was denn lang? Das waren vielleicht 3 Minuten. Spann dich. Ich hab 2 Bier getrunken in der Zeit. Krass, Theo. Das wäre jetzt auch eher dein Problem, oder? So ein bisschen auf dich aufpassen. Zeig mir mal deine Arme. Wieso? Ich weiß, dass du was von dem Zeug weggemacht hast. Habe ich nicht. Zeig mir deine Arme. Siehst du, alles gut. Entspann dich. Mehr brauche ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Naja, wir warten halt. Das dauert mir zu lange. Er kommt schon noch. Wir ziehen das jetzt durch. Dann träumst du halt nicht mal von den verkohlten Kindern. Du bist echt das Letzte. Ach, Theo, jetzt komm mal runter. Es war nur ein Spaß. Was willst du mir eigentlich vom Leben erzählen? Wo bleibt das Arschloch? Der kommt schon noch. Ich spür das. Weißt du, was wir dann sind, Theo? Made Men sind wir dann. Ja, ja.
Kapitel 2. Wie groß? Es geschieht nichts. So 17 Meter vielleicht? 17 Meter große Aria, Dio. Das musst du dir mal vorstellen. Und unten, im Erdinneren, da ist viel mehr Platz, als man denkt. Viel mehr Platz als hier oben auch. Und da gibt's alles, ja. Und wahrscheinlich noch viel mehr. Du musst es mal vorstellen wie ein Apfel. Dio, stellst du dir vor? Was? Den Apfel. Ja, ja, klar. Rot und saft. Wenn die Erde also ein Apfel ist, dann fressen wir hier oben die ganze Zeit nur die Schale. Also billig gesprochen. Aber keiner mag die Schale. Alle wollen das Fruchtfleisch. Ist ja klar. Nur das Problem ist, dass wir so viel Schale fressen, dass wir gar nichts wissen von dem Fruchtfleisch, was darunter liegt. Und weißt du, wer das da bekommt, das Fruchtfleisch? Hitler in dem Fall. Woher weißt du das? Naja, 17 Meter große Arier. Hm? Richtig. Also diejenigen, die sich nicht damit zufrieden geben, die ganze Zeit nur die Schale zu fressen. Und wir beide, Theo, wir beide geben uns ab heute auch nicht mehr mit der Schale zufrieden. Ab heute zielen wir beide aufs Erdinnere. Glaubst du das wirklich? Was? Dass die Erde hohl ist. Ja, nee. Also, er glaubt das. Er hat mir das erzählt. Wer? Also, versteh mich nicht falsch, Theo. Metaphorisch gesprochen, also als Metapher, glaube ich das schon auch. Ich glaube an das Bild des Apfels und dass man so lange Schale fressen muss, bis man bereit ist, die Perspektive zu wechseln. Und Theo, wir beide, wir haben gewechselt. Wer? Was? Wer sagt das? Ja, von wem reden wir denn die ganze Zeit? Ja. Von wem? Hm? Na? Na? Hm? Habt ihr? Für mich? Wir haben nichts. Immer. Für dich. Naja, jedenfalls sitzen wir da, er und ich, wartend. So wie wir beide eigentlich jetzt. 50 Gramm auf Kombi. Und auf einmal erzählt er mir was von diesen 17 Meter Ariern. Mit einer Propellermaschine sind die da reingeflogen. In den Nordpol, bis zum Erdmittelpunkt. Und da warten die jetzt. So wie wir. Nur, die warten auf die Weltherrschaft. Aber wir beide, wir warten auf... Auf wen wartet ihr? Auf niemanden. Ihr habt doch Schore. Wir haben nichts. Hau ab. Was macht ihr denn hier? Wir warten auf Freunde. Auf Schore? Wir haben keine Schore. Hau ab. Wir haben Schore. So, bist du wahnsinnig? Du hast mir doch gesagt, du hast alles verschifft. Hier gibt's keine Schore. Jetzt mach, dass du weiterkommst. Ich seh's doch. Ja, ja. Bist du? Sag mal. Und was ist, wenn er jetzt gleich kommt? Hm? Zwei Mann, haben wir gesagt. Wir sind die zwei Mann. Guck doch, wie sie kuschelt. Sammy, bitte. Nur einen Schuss mehr will ich doch gar nicht. Ihr seid die Einzigen, die noch verkaufen. Die Submisse haben alles eingefroren, da geht also auch nichts mehr. Was? Was kriege ich denn dafür von? Was? Theo, was sie mir dafür anbieten kann, will ich wissen. Nein, nicht du. Die. Was haben die Submis? Alles eingefroren. Die verkaufen nicht mehr. Die sind sauer. Richtig sauer. Die wurden abgezockt. Wie viel willst du denn? Wir haben nichts. Drei. Also, was ist mit den Submis? Wer hat die abgezockt? Weiß man das? Theo? Wie weit waren das? Weißt du das? Weiß man das? Vielleicht. Vielleicht rollen jetzt erst Köpfe. Und dann rollt auch wieder Schore.
Ist er das? Jetzt komm, jetzt gib ihr schon, was sie will, damit sie hier endlich verschwindet. Drei hast du's. Der Markt. Angebot und Nachfrage. It's out of my hands. Danke, Sammy. Fick dich, Theo. Was denn? Kapitel 3. Er hütet die Schafe. A businessman says he regularly travels between Italy and Vietnam for work. It's nice to see, huh? I always come here to see because I like the people watching dancing, huh? I like to see, but I cannot dance, yeah? No. Maybe I find some woman, huh? Yeah, no. But I can't dance.
Khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 9, tại công ty Sakata INX, chuyên sản xuất mực in, vốn đầu tư Nhật Bản, đóng tại đại lộ Tự Do, thị xã Thuận An, Bình Dương, đã xảy ra vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ dữ dội. Do trong kho có chứa rất nhiều hóa chất, nên ngọn lửa nhanh chóng lan. Động tác 1, vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich würde trotzdem warten. Nichts. Weißt du, ich habe mich nur gerade gefragt, was ich machen würde, wenn ich warten würde. Ich glaube, ich würde trotzdem warten. Weißt du, was ich meine? Egal, wo wir sind oder was wir machen. Wir machen noch nie was anderes. Wir warten noch immer. Weißt du, was ich meine? Der kommt doch nicht mehr. Also, ich hätte was Besseres zu tun. Na ja, was denn, Theo? Also, dann alle abgefuckt, jetzt bist du doch auch nur noch am Hängen. Scheiße. Stenzel. Nicht hingucken. Guck nicht hin. Vielleicht hat er uns nicht gesehen. Wir tun so, als wären wir im Gespräch vertieft, ja? Wir sind doch im Gespräch vertieft. Machst du dich immer so klein? Halt du's Maul, ja? Lass mich reden. Sei ruhig, Samuel. Hi. Was? Schweinchen schlau und Schweinchen schlau, schlau. Meine Liebsten. Jetzt. Jetzt. Er lässt nach. Ist nicht mehr der Alte. Drogeninduzierte Impotenz. Hat ihn völlig trocken gelegt. Da oben. Vor allem da oben. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musst. Jetzt! Alles gut. Kein Problem, Kumpel. Seht ihr? Und da bin ich mir nicht so sicher. Doch, klar. Wir sind cool. Stenzel, Boss. Kennst du uns. Um uns musst du ja keine Sorgen machen. Upsi Daisy. Seht ihr das? Er wartet auf seine Belohnung. Schau es dir genau an. Ja, es ist wirklich erschreckend, was das Zeug aus denen macht. Ja, Theo, du hast recht. Und weißt du, was das Zeug noch aus einem macht? Es macht rätselig. Man erzählt alles.
Und weißt du, was mein kleines Vögelchen mir erzählt hat? Der da? Ich dachte, der kann gar nicht reden. Er hat doch noch nie was gesagt. Nein, nicht dieses Vögelchen hier. Obwohl er es kann. Singen. Nein. Ein viel, viel schöneres. Viel schöneres Vögelchen. Das hat mir erzählt, dass hier in diesem Raum sich zwei Typen befinden, die so richtig doll abgeräumt haben. Und da frage ich mich doch, gibt's irgendein Problem? Will mir hier vielleicht jemand Konkurrenz machen? Oh nein, sage ich mir, Stenzel. Ha, nein, wie der Zufall will, habe ich hier meine besten Jungs sitzen, ne? Ist dir jemand aufgefallen? Junkies. Du sagst es ja selber, Gerüchte, ne? Die tun doch alles für ein bisschen Stoff. Also wir haben nichts gesehen, oder Theo? Weil ich meine, wir sitzen hier schon echt lange. Ja, davon gehe ich doch aus. Ihr hättet mich doch sofort angerufen, ne? Wenn ihr was mitgekriegt hättet, oder? Es gibt nichts. Du warst langsam! Du warst nachlässig! Du warst eine Enttäuschung! Seht ihr das? Der spürt es nicht mal. Völlig ausgetrocknet. Der spürt nichts. Stenzel, was? Wir hätten dich sofort angerufen, wenn wir was wüssten. Aber wir haben auch keine Ahnung, was da los ist. Wir warten hier nur. Ihr wartet? Auf wen wartet ihr denn? Freunde? Hey, Stenzel, ich glaube, dem geht's wirklich nicht gut. Emir? Emir? Meinst du, das schadet ihm? Er möchte das. Er liebt das. Sag ihm, wie glücklich du bist. Sag ihm, wie glücklich du bist. Sag's ihm! This is a story about a girl named Lucky. Early in the morning, she wakes up. Knock, knock, knock on the door. It's time for makeup. Perfect smile. It's you they are waiting for. They go, isn't she lovely, this Hollywood girl? And they say, she's so lucky. She's a star. But she cries in her lonely heart, thinking, if there's nothing missing in my life, then why do these tears come at night? Ganz, ganz fein. Grandios! Das hat euch gerührt, oder? Ja? Dafür gibt's eine Belohnung. Halt mal.
weiß es ja. Danke fürs Halten. So. Also Jungs, wo ist das Zeug? Ihr verkauft für mich, schon vergessen. Das tun wir. Nichts anderes. Gerüchte, du sagst es doch selbst. Stenzel, du kennst uns doch. Aufstehen. Komm, Jungs, tut mir den Gefallen. Wie oft haben wir das geübt? Entschuldigt, er war noch nicht bereit für den Auftritt. Im Grunde meine Schuld. Heilloser Optimismus. Tja, hilft alles nichts. Kommt Zeit, kommt Rat. Jungs, ich muss los. Immer wieder nett mit euch. Ihr würdet doch anrufen, Jungs, oder? Du doch einfach liegen. Wach auf, Samuel, wach auf! Wir warten doch eh umsonst. Wir sind am Ende. Thank you.
Kapitel 4. All die toten Stimmen. Du ziehst dir einfach weiter fröhlich den Scheiß rein. War wohl noch alles da, hm? Für ein Getränk? Ich hätte gehen sollen. Warum lasse ich dich überhaupt gehen? Die Eule muss doch warten. Hast du das bestellt? Oh, was mache ich hier? Tja, du weißt doch, dass ich nicht trinke. Wo ist mein Wasser? Da sind sogar Eiswürfel drin. Ist das deins, Theo? Samuel, das hast du dir bestellt, bevor du auf Klo bist, Herrgott noch mal. Ich weiß, es gibt nicht viel in deinem Leben, das du unter Kontrolle hast. Aber könntest du still sein? Schaffst du das? Könntest du einfach mal gar nichts tun? Und deine kleine, erbärmliche, jämmerliche Existenz alleine aushalten? Mày là thằng khốn nạn. Tại mày mà con tao chết. Tại mày mà con tao chết đó mày biết không? Khốn nạn. Thì chết đi. Mày dòm nó đi. Mày dòm nó đi. Khốn nạn mày. Tại mày mà con tao chết. Mày đi chết đi. Thằng khốn nạn. Đi theo nó đi. Mày đi theo nó đi. Tại sao mày còn sống? Tại sao mày còn sống chứ? Mày chết theo nó đi. Mày phải chết theo nó. Mày đi theo nó đi. Tại mày mà con tao chết. Tại mày mà con tao chết. Ha
ihr Kind halt nicht zum Arbeiten schicken soll. Scheiß drauf, Theo. That's Vietnam, bitch. Passiert. Nichts. Kapitel 5. Wie Millionen andere. Theo, wir verkaufen das Zeug jetzt und dann sahen wir richtig fett ab. Und dann ist endlich alles vorbei. Wir können uns endlich verpissen. Raus aus diesem scheiß Drecksloch hier. Du fängst ein neues Leben an, Theo. Ich fange ein neues Leben an. Ist alles vorbei. Du hast recht. Ja, das hat Vietnam aus uns gemacht. Ich hau ab, Theo, das war's. Dieser ganze Backpack-Scheiß ist doch total oberflächlich. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal so ein richtig ehrliches Gespräch geführt habe. Du bist kein Backpacker mehr. Seit 3 Jahren hängst du hier in Vietnam fest. So oder so, ist alles vorbei. Du hast recht, Samuel. Ich wollte die ganze Zeit weg. Aber ist doch überall die gleiche Scheiße. Ob hier, ob in Deutschland, ist doch völlig wurscht. Theo, ich werde jetzt sesshaft. Ich starte ein Business. Kolumbien. Da liegt das Geld. Ach, Kokain jetzt. Das ist immerhin konsequent. Vorne rum, Surfschule. Mit Hostel. Alles mit legalem Anstrich. Und dann streiche ich richtig fett Kohle ein. Theo, ich sag's dir, der Nächste, der durch diese Tür kommt, der ist es. Ich weiß das einfach, ich spüre das.
Thank you.